Okay, wir machen gleich mit der Berserker-Hauptstory weiter. Da drüben ist noch ein Haus, das interessant ausschaut. Vielleicht finde ich ja doch ein Lagerfeuer, auf dem ich kochen kann, damit ich mir meine Alp-Rüstung gönne. Waren wir bei diesem Gebäude schon? Ich glaube nicht. Während mich die Sonne wahrscheinlich bald zu Tode blenden wird. Und das für ein Vogel? Ein Rehvogel. Nein, das schaut interessant aus. Der Quick Scythe. Ich hab geschlafen, das heißt, ich kann Feuerball einsetzen. Feuerball. Super Treffer. Nicht sehr effektiv gegen Steinklauen. Aber gegen Ray war es sehr effektiv. Okay. You dead. Naja, das Gebäude schaut doch interessant aus. Oh, Licht blendet. Controller sagt nein, ja, dann macht er keinen Ton. Aber ich habe gar keine Magnesiumfackeln. Damit. Ich sehe auch gar nichts. Schnaps ist gut. Schnaps macht uns Elix-Tränke. Verdammt, hier ist dunkel drin, ein Apfel. Wow. Und Licht. Ich glaube, ich habe keine Magnesiumfackeln. Sorry. Oh, ich sehe gar nichts. Okay. So dunkel. Das bringt uns nicht weiter. Ich muss mich daran erinnern, dass ich mir dieses Loot-Mod runterlade, wo man sieht, welche Loot wo ist. Die Brille. Der Brilleneffekt. Von LX2, den gibt es hier auch. Samtes Klopapier bei den Pflanzen versteckt. Nice. Hier gegen. Oh, warum klitsche ich überall durch? Krass. Eine Zigarette. Sprenggranate, wenn dann. Dass ich noch ein Trockenfleisch irgendwo einfach verteilt herumliegt. Das schaut nach einem interessanten Büro aus. Zahnarztpraxis. Auf jeden Fall cool hier. Oh je. Da müssen wir dann auch rauf. Da kann sein, dass da was Wichtiges oben ist, wie Alprüstung. Die verstecken sie ja gern da oben anscheinend an diesen Türmen. Was bist du? Ein Badehaus? Naps. Verdammt, hier ist dunkel drin. Aber ich werde sowieso nur geblendet von verschiedenen Lichtquellen. Im achten Leben und hier drinnen. Kleinen Short-Loot. Ja. Borderlands Let's Plays. Wenn dieses Video abgeloadet wird, fertig. Nächstes Let's Play wird Dorman, ein neues Spiel. Soll auch so im Sci-Fi-Fantasy-Fokus sein, das Spiel, was ich gesehen habe. Und Outriders. Mit viel Vocal Fry. Outriders wird wahrscheinlich im Englischen sein. Ich weiß gar nicht, ob ich Dorman in Englisch oder Deutsch mache. Da es ein Indie-Spiel ist, wird wahrscheinlich das deutsche Voice-Acting nicht so gut sein. Also vielleicht doch Englisch. Ja, mein Englisch wird auch schon langsam besser, dass ich mich daran traue. Was haben wir hier noch? Nichts Wertvolles. So wenig legendäre Loot in diesem Spiel. Nur legendäre Besen. Oh, ich will doch nur Besen looten. Jax, der Besendealer und Händler. Dafür ist er bekannt. Er zieht durchs Land und gibt Leuten Besen. Genau das macht er. Das ist ein Sessel. Schau. Besteck. Verdammt, haben wir viel Besteck. Besen und Besteck liefern wir Leuten. Das ist unsere Aufgabe in diesem Ödland. Und dafür sind wir hier. Unser Böds. Mal die Aussicht genießen.
glaube, dieses Haus, wo wir oben sind, existiert gar nicht in Elix 1, 2. Und dann zum Turm hier rauf noch. Kein Lagerfeuer, glaube ich. Was ist das für ein verschachteltes Ding hier? Äpfel und Reisetasche. Die Reisetasche gibt nichts. Da kann man doch was grillen oben, oder? Nein! Nein, Spiel sagt nein. Auf Nein zu sagen, Spiel! Ach, verdammt. Zu viel verbraucht. Hört ihr den Wind? Das Spiel hat gerade viel Wind. Sehr windiges Spiel. Die Aussicht schaut schon gut aus. Okay, okay, wir sind bereit. Das schaffen wir nicht, ich sehe es jetzt schon. Dann der altmodische Weg. Gibt Stiegen. Ein Haus. Energiezellen. Sobald wir die Laserwaffe dreimal abgegradet haben, wird sie Schaden machen. Vielleicht dann ein viertes Mal. Vielleicht müssen wir ein viertes Mal upgraden. Ich mache fertig! Dodge Hit. Ohne. Verdammt. Der Typ kämpft daneben. Letzter. Falscher Händler. Ich sehe Ray und meine Drohne gar nicht fighten. Damit er auf daneben zu schlagen. Ja, tun wir das. Ich sehe nur mich. Hopp, Wühler. Wühler in den Rücken. Keine Munition mehr. Los geht's. Der ist schon Wühler, guter Wühler. Wie? Oh, da ist noch was. Da ist noch was. Lauf, 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 lauf. Genau, Ray, genau. Oder auch nicht. Wieder lebt er noch. Hat da gerade Feuer geschossen. Da ist ein Troll auch noch. Krass. Oh boy. Ray. Okay, setz Steinwurf ein Troll. Wir mischen uns jetzt nicht ein. Okay, wir kriegen Quick Save. Die fighten da schön. Wir setzen schön Suppe ein und Heiltrank irgendwo. Und wir können halt, wir müssen Heiltränke kaufen. Haben wir da noch starkes? Was für ein Mana-Trank und was zum Essen? Die Damen nehmen den Kampf ihres Lebens drüben. Schauen wir zu ein bisschen. Der für Leben. Oh, der Bergcall verliert. Unglaublich. Ich darf mich da eigentlich gar nicht einmischen. Vielleicht können wir den Kill klauen. Ich hab schon Bergcall. Oh, wow. Oh, ey.
Oi, oi, nein! Ich Idiot. Idiot. Ich Idiot, ich hätte mich nicht einmischen dürfen. Okay. Okay, dann nicht einmischen. Dann gehen wir in der Zwischenzeit looten. Oh. Und Trockenfleisch essen. Heiltrank. Nicht die Heiltrank, da haben wir noch ein paar. Lieber einen Mana-Trank reinwürgen. Die haben mir einen Kampf da drüben. Ich gehe dabei Gegner looten, die ich zerlegt habe. Sobald der den Bergcrawl ausgeschaltet hat, versuchen wir es, ihn in den Nahkampf zu locken. Da oben war ein Typ, der gekämpft hat. Lebt noch, oder? Dich hole ich mir! Gemeinsam packen wir das! Dann drauf schießen. Gutes Ziel, Ray. Gutes Ziel. Verdammt gutes Ziel. Okay. Ist der Kampf drüben vorbei? Nein, ist nicht vorbei. Verdammt, der Bergfall steckt ein. Oh, Bergfall tot. Okay, versuchen wir es. Suchen wir es, Nahkampf. Schau, schau, Nahkampf ist das Wahre. Der Bergtroll wurde so gestunlockt, der hatte keine Chance. Da unten schaut es noch legendärer Loot aus. Obwohl das Gebäude auch noch legendärer Loot ausgeschaut hat. Schaut doch alles nach legendärer Loot aus. Zigaretten. Legendäre. Oh, da ist mein Besen und mein Kloberbier. Die Berserker können beruhigt schlafen. Wir bringen ihnen die Berserker. Die Totenhändler. Was? Die Loot. Die gute Loot bringen wir ihnen. Die Besen und die. Die Gabeln und Tellerloot, die jeder braucht, und das Kloberbier. Ist echt gute Loot eigentlich. Oh, wieder ein Besen. Oh, wie geil. Da freue ich mich auf Besen. Und Trockenfleisch. Das ist viel Fleisch eigentlich, das ich nicht nehmen kann. Ein Foto auf Dex. Oh well. Okay, da kann ich mich nicht über die Loot beklagen. Da liegt viel rum. Sogar ein Hammer. Oh, Fleisch. Okay, was haben wir hier noch, Ray? Was Interessantes. Was Cooles, ein grüner Stein. Ich mag lieber die roten Steine. Oh boy. Das war wohl nichts. Das ist so einer. Oh Mann. Ja. Rechts, links, rechts, links. Zu einfach. Naja, war nicht so schwer. Holzpfeile. Ich habe die Geistersehne, glaube ich, schon verkauft. Da ich mit in diesem Spiel einfach nicht mit Pfeilen spielen kann. Letzter Dreck. Nicht auf den Turm rauf. Verdammt, ich werde leicht abgelenkt. Die Werbebroschüre wird verkauft. Was war das, ein Leiter? Gutes Messer. Gott sei Dank. Guter Pull-up. Guter Pull-up. Das ist viel wichtiger als ein gutes Messer. Ein guter Klimmzug. Ich habe gerade automatisch gespeichert. Auch nicht nochmal. Klimmzug! Hmm.
So, du Spacko. Wie schaffe ich es hier rauf? Muss ich auf einer Antenne landen? Verdammt. Sorry. Gute Antenne, ich weiß. Ach, das wird nichts oben sein. Das wird nichts oben sein. Ich es jetzt schon. Das wird nichts oben sein. Ach, ich muss aufhören, auf diese Türme zu klettern. Ich bereue es jedes Mal. Wow, Mr. Skywalker. Schrott und eine Öllampe. Oh, das war's wert. Endlich. Gute Loot. Okay, okay. Lass mich zu sehr ablenken. Ich finde keine Feuerquellen. Oder ich bin schon 10-mal vorbeigerannt. Hopp, falscher Händler. Merp, merp. Schauen wir mal, was da unten gibt. Ich wäre Loot, sicher. Ja, ja, ein bisschen Elex. Legendärst. Okay, zur Mission. Die ich vielleicht nochmal machen muss. Bin mir gar nicht sicher. Oder der Typ rennt einfach nur verwirrt drinnen herum alleine. Schauen wir mal. Wollen wir direkt zu ihm, sonst holen wir uns den Erzberserker Rank. Ich glaube, er rennt einfach nur alleine verwirrt herum. Oh. Ja, schaut fast so aus. Oberhalb. Wo ist der Typ? Oberhalb, zeigt es an. Irgendwo muss er sein dann. Wahrscheinlich brauche ich gar nichts der mehr von ihm. Sieht wackelig aus. Ah, hier ist er. Keine Zeit ab. Zum Quatschen. Okay. Lass die Technik lieber stecken. Ah, die Berserker sind trotzdem viel cooler in diesem Spiel. Selbst wenn sie keine Technik wollen. Okay. Let's go to the big boss. Hätte doch drüben teleportieren können. Wäre vielleicht näher gewesen. Oder? Das passt schon. Das passt schon. Endlich gehen wir nach Episode. Jo, Angrim. Der Angriff gegen die Outlaws war ein Erfolg. Es freut mich zu sehen, dass du den Angriff überlebt hast. Krieger wie dich können wir gut gebrauchen. Du sollst meine Stimme haben, um in den Rang eines Erzberserkers aufzusteigen. Hier hast du deine Bezahlung. Nehmen wir den schnellen Lass die weg. Technik lieber stecken. Ich lass dich gleich. Ah, stecken. Was Sinn ergibt. Was das Sinn ergibt, Patrick. Zeit. Vielleicht. Endberserker zu werden. Endberserker, nicht Erzberserker. Ja. Ich will über meine Beförderung sprechen. Angrim ist mit mir zufrieden. Ich bin überrascht. Normalerweise schiebt er einem zu schnellen Aufstieg den Riegel vor. Das heißt für mich, dass du ihn wirklich beeindruckt haben musst. Und das will was heißen. Ernenn mich zum Erzberserker. Nichts hält mich jetzt noch davon ab.
Du hast dich wahrlich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht. Deine vorbildliche Unterstützung werde ich darum nicht unbelohnt lassen. Mit dem heutigen Tag stehst du im Rang eines Erzberserkers. Trage diesen Titel mit Stolz und zeig keine Gnade mit denen, die ihn beschmutzen wollen. Gehe zum Schmied und hol dir bei ihm deine neue Rüstung ab. Denn heute beginnt für dich ein neues Leben. Du wirst keine Befehle mehr erhalten, außer es ist unumgänglich. Gehe raus aus der Stadt und zeige den Menschen den Weg der Berserker. Wir sind stolz auf dich. Danke. Ich werde gleich mit meiner Lesewaffe rumschießen wie ein Psychopath. Wie ein wahrer Berserker. Wie ein wahrer Berserker. Kann ich sie upgraden, meine Lesewaffe? Das mal Flammenwerfer, modifizierter Granatwerfer. Oh, das ist doch auch eine coole Berserker-Waffe. Verbessern. Kann sie verbessern. Das Eisenerz-Riffel mit Dalschrott her damit. Muss ich sie nochmal verbessern? Nein. Kann ich die Plasma-Waffe verbessern? Kann ich auch. Plasma oder Laser? Was haben wir mehr Muni? Laser haben wir mehr Muni. Aber Laser kann ich nicht. Und Plasma. Wie ein wahrer Berserker. Wie ein wahrer Berserker. Schaden. Ich hoffe, dass das jetzt endlich mal einen Unterschied macht. Regentenschwert, wo ist der Granatwerfer? Verdammt, haben wir viele Waffen, die Berserker alle lieben und offensichtlich mögen werden. Wer bist du? Niemand. Schmied! Wie viel kostet das Teil? Du bist also Erzberserker geworden. Gratuliere. Ich werde dir eine entsprechende Rüstung anfertigen. Aber ich warne dich, das wird nicht billig. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Ja, das werden wir wahrscheinlich tun müssen, damit wir uns das leisten können. Wo ist das Teil? Erzberserker-Helm. Erzberserker-Rüstung. Oh, ich bin zu schwach. Ich habe zu wenig Constitution. Ich habe genug Geld. Nein, habe ich nicht. Ah, okay. In der nächsten Folge werden wir uns dran leveln. Und schauen, dass wir das Zeug kriegen. Bye. Peace out.